Heute fangen wir mal das Video ein bisschen anders an. Ich hoffe, ihr hört mich. Hier ist ziemlich laut. Habt ihr Mühe gegeben, euch ein bisschen an der Bühne noch zu zeigen, aber ich war zu spät dran, leider. Das war schon alles belegt. Ein bisschen passierter. Ich hoffe, ihr habt was gesehen. Jetzt zeige ich euch mal ein bisschen, wie das hier die Stimmung des Christianus zum Karneval ist. Hier auf dem Schiff läuft das alles ein bisschen anders. Es ist nicht so wie in Deutschland, dass da Aschermittwoch alles vorbei ist und die Fastenzeit losgeht. Hier ist Karneval oben in Santa Cruz und Puerto de la Cruz. Rosenmontag, Dienstag, Aschermittwoch, die Zeit. Und danach heißt es, wenn der große Feier oben vorbei ist, ist dann der Startschuss für die anderen Städte und Dörfer mit dem Karneval feiern. Und die Zeit ist noch immer hier in das Christianos, der Karneval. Ich glaube noch bis Montag, dann ist hier auch vorbei. Und wir sind jetzt hier in der Stadtmitte, Altstadt. Hier ist für die Kinder schöne Burgen aufgebaut. Also vorne war ja jetzt die Bühne mit den Shows. Hier sind dann für Kinderunterhaltungsprogramm aufgebaut. Und ganz vorne in der Nähe von der Bushaltestelle und Ayuntamiento sind dann die Essensstände und nochmal eine Bühne. Nehme ich euch auch gleich mal mit. Schauen wir mal, ob da schon was los ist. Ja, in der Kirche habe ich, glaube ich, auch vorhin gesehen. Da ist auch schon für die Kinder aufgebaut, Spielstände. Den Wetterbericht habe ich euch für heute noch gar nicht durchgegeben. Also ich glaube, man sieht es hier oben. Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein, Wind eigentlich nicht vorhanden. Das heißt beim Laufen. Und so 25, 26 Grad haben wir bestimmt. Ah, ich höre schon Musik. Oben ist auch Show. Laufen wir mal ein bisschen schneller, dass wir da was sehen. Ist das jetzt hier bei der Kirche? Ich glaube ja. Let's see. So, wo sind die da oben? Bis ich da bin, sind die weg. Lass uns mal überraschen. So, das ist hier aber die Kirche. Thank you.
ich an, ich weiß es nicht. Jetzt laufen wir darauf zum Ayuntamiento, da sind dann die andere Bühne und Essensstände. Schauen wir mal, was es dort alles gibt. Zu tun, oder? Irgendwo da oben ist da eine Feier, glaube ich. Hier treffen sich schon die Nächsten. Ich habe mal sogar irgendwo gelesen, dass der Karneval auf Teneriffa der zweitgrößte auf der Welt ist. Also dann direkt nach Rio de Janeiro. Natürlich ist bin ich 100% sicher, dass sie damit dann den oben in Santa Cruz meinen. Nicht die Kleinen in den einzelnen Örtchen. Aber das wird hier auch ganz groß, ganz wichtig. Und wie man sieht, auch lange gefeiert. So, hier ist die nächste Bühne, aber da ist momentan nichts los, glaube ich. Das offizielle Schild Karneval Internacional de los Cristianos vom 7. bis 18. März. Und hier geht es dann mit den Ständen los zum Essen und Spielen. Kind geliebt, wie viel Geld habe ich da gelassen? Und eigentlich so gut wie nie was bekommen. 1 Euro auf einen Versuch, 2 Euro, 3 Versuche. Thank you.
Euro. Ganz viel ein Angebot eigentlich. Ist noch tagsüber. Wie spät ist es? Ja, 4:30, kurz nach 4:30. Noch nicht so viel los. Und da drüben, so da drüben, geht es weiter. Nehme ich euch auch mal mit. Mal schauen, was es da drüben alles so gibt. Gedacht ist nicht so, dass es nicht so groß ist, aber habe ich mich anscheinend getäuscht. Das ist alles brav hier abgesperrt, dass man nur die offiziellen Wege da so lang laufen kann. Wir gehen einfach mal den Menschenmasse hinterher und schauen, wo wir rauskommen. Ist immer am schönsten. Oh, da kommt Biene Maya. Das muss ich euch wieder umdrehen. Süß, die Kleine. Der ganz offizielle Weg, aber hier laufen auch alle Leute entlang, also laufen wir das auch hin. Kindheitserinnerungen wieder hochkommen.